Drei Trassen kommt Russland, liegt in der Ostsee. Nord Stream 2 soll sie demnächst ergänzen und die Sowjetunion verkauft ab 1973 Erdgas an Deutschland. Im Gegenzug liefern Mannesmann und Thyssen 1,2 Millionen Tonnen Großrohre. Außerdem gewähren deutsche Banken einen Kredit über 1,2 Milliarden D-Mark. Der Außenhandelsminister der UdSSR, Nikolai Patolitschew, ist zufrieden. Das Abkommen ist eines der wichtigsten in der Geschichte der Sowjetunion und der entwickelten kapitalistischen Länder und das größte Handelsabkommen zwischen unseren beiden Staaten. Eine Win-Win-Situation. Ein rohstoffarmes Land wird versorgt und die riesigen Erdgasfunde in Sibirien können zu ihren Verbrauchern transportiert werden. Schon 10 Jahre zuvor hatte die deutsche Stahlindustrie Rohre an die UdSSR liefern wollen, doch die Bundesregierung verhängte ein Embargo. Die Kritik, die Bundesrepublik begebe sich in zu große Abhängigkeit von Russland, wird auch dieses Mal laut. Das Geschäft kommt aber dennoch zustande. Die ökonomische Annäherung flankiert die Entspannungspolitik von Bundeskanzler Willy Brandt, der nicht nur mehr Demokratie, sondern auch intensivere Beziehungen zum Ostblock wagen will. Sagst du Röhren, geb ich Gas. Am 1. Februar 1970, als es noch undenkbar war, dass ein russischer Energiekonzern Hauptsponsor eines deutschen Fußballclubs wird oder ein deutscher Ex-Kanzler Lobbyist für ein russisches Energieprojekt, unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland und die Sowjetunion ihren milliardenschweren Vertrag im Hotel Kaiserhof in Essen. Das war heute vor 50 Jahren. Die Sowjetunion hatte sich in den Verträgen verpflichtet, das Gas an der deutsch-tschechischen Grenze zu übergeben. Und es war ihre Sache, wie sie das innerhalb ihres Territoriums technisch löste. Eine 3000 Kilometer lange Exportleitung soll entstehen. Doch für ein solches Mammutprojekt reichen die sowjetischen Kapazitäten nicht aus. Beim Bau der Trasse vom Ural bis an die bundesdeutsche Grenze müssen die Bruderländer mit antreten. Dafür verspricht Moskau Gas, 20 Jahre lang, zu relativ stabilen Preisen. Der DDR werden 500 Kilometer in der Ukraine zugewiesen. Alles unter Führung des RGW, des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Dieser Beschluss, diese Leitung mit den vereinten Kräften des RGW zu bauen, es war eigentlich eine Ausführungshandlung für einen Vertrag, den die Sowjetunion vorher schon geschlossen hatte. Was nun als Druschba, als Freundschaftstrasse verkauft wird, ist ein knallhartes Geschäft. Der Startschuss für das Unternehmen Druschba-Trasse ist geschickt gewählt. Der 25. Jahrestag der DDR, Oktober 74. Ob das Grundsatzstatut für den Kleingartenverein war oder ob das eben die Erdgastrasse betraf. Selbstverständlich waren Objekte dieser Größenordnung und insbesondere dieses Objekt Chefsache. Kreml-Chef Leonid Brezhnev. Der Auftraggeber persönlich ist nach Berlin gekommen. Unsere Barrikade ist die Trasse. Unter dieser Losung schickt die Partei die jungen Leute auf große Fahrt ins Bruderland. Im Marschgepäck das Freundschaftsbanner. Grundsteinlegung für das große Freundschaftswerk. Unsere Barrikade ist die Trasse. Jeder, der an der Trasse war, wusste, dass die Erdgasleitung gebaut wird, nicht nur für ein bisschen DDR, sondern vor allen Dingen eine Transitleitung bis nach Westeuropa. Dass hier auch für den Klassenfeind geschuftet wird, bleibt außen vor. Passt nicht zur Propaganda. Die unangenehme Wahrheit, die Rohre kommen von Mannesmann. Die Bautechnik aus Japan, Frankreich, den USA. Über den innerdeutschen Handel gelangt der Hightech-Maschinenpark an die Trasse. Am 19. September 1975 fällt der erste Baum. Um die Leitung verlegen zu können, werden Schneisen durch die Landschaft geschlagen. Fast
Dann fressen sich die Bagger 3 Meter tief in die Erde. Am Ende kommt das Rohr. Das Abenteuer im Wilden Osten. Goldgräberromantik. Freiheitsrausch. Doch die Grenzen sind eng gesteckt. Wir durften unsere vorgeschriebenen Wege nicht verlassen. Wir durften nicht ins Territorium, wo es irgendwelche Militärdinge oder dergleichen gab. Wir wurden stets überprüft, ob das auch alles eingehalten wurde. Die Bauleute sind misstrauisch beäugte Gastarbeiter. Sowjetische Bürger dürfen von den Deutschen nicht angestellt werden. So zieht mit den Bauleuten auch ein ganzer Tross Begleitpersonal mit. 1978, 3 Jahre nach der ersten Schweißnaht, ist der DDR-Abschnitt fertiggestellt, das Rohr verlegt. Das bislang größte und kostspieligste Bauprojekt der kleinen Republik ist zu Ende. Vorerst. Pünktlich zum Republikgeburtstag. Die große Abschlussfeier. Berlin, 5. Oktober 1978. Im Haus des Zentralkomitees der SED trifft sich das Politbüro mit Erbauern der Druzhba-Trasse. Honecker lässt Orden regnen. Für die DDR hätte sich die Arbeit erst nach Jahrzehnten rechnen sollen. Für das Land Lenins dagegen erweist sich der Deal mit dem Westen von Beginn an als eine Goldgrube. Und in der Bundesrepublik wächst der Appetit auf das russische Gas. Bald reicht eine Trasse nicht mehr aus. Über die Lieferung umfangreicher zusätzlicher Erdgasmengen aus der Sowjetunion in die Bundesrepublik sind sich heute in Essen Vertreter deutscher Firmen und die sowjetische Verhandlungsdelegation grundsätzlich einig geworden. Die Gesamtkonzeption war natürlich etwas ganz Besonderes. Sie führte Erdgas aus Sibirien und aus Orenburg über letzten Endes 5000 Kilometer bis nach Westeuropa. Dieses Vorhaben Wirklichkeit, dann steigt der sowjetische Anteil an der bundesdeutschen Erdgasversorgung von rund 16% auf etwa 25%. Der Vertrag soll Erdgaslieferungen bis ins Jahr 2005 sicherstellen. Die Nachrichten aus Essen stoßen nicht überall auf Zustimmung. Die USA verfolgen eine entgegengesetzte Politik. Sie wollen Moskau in den wirtschaftlichen Ruin treiben. Da störte natürlich ein solcher Vertrag, der der Sowjetunion harte Währung brachte. Und es kam zu einer klaren Konfrontation zwischen der amerikanischen Regierung und der deutschen Regierung. Zwar kann Washington den Vertrag nicht rückgängig machen, doch mit politischem Druck und Boykottmaßnahmen hofft man, den Milliardendeal zu torpedieren. Exportstopp für Technik aus Texas und Rohre aus dem Ruhrpott. Die geplante Pipeline wird zum Politikum. Der Rohstoffexport ist Moskaus wichtigste Finanzquelle für Rüstung und Wirtschaft. Die neue Leitung muss unbedingt gebaut werden. Schock in Ost-Berlin. 1982 fordern die Sowjets erneut Hilfe an. Wieder wird der Befehl aus Moskau ideologisch verpackt. Eigentlich wollte sich Honecker nicht noch einmal auf so ein Abenteuer einlassen. Nun aber, nach der Freundschafts-, die Friedenstrasse. Zwar kann die Bundesrepublik das Röhrenembargo der Amerikaner geschickt umgehen und organisiert die Lieferung der Rohre über Drittländer, doch die Probleme für die DDR bleiben. Mobilmachung. Aus Raketenschleppern werden Rohrtransporter. Nachrüstung für die Friedenstrasse. Mangel macht erfinderisch. Im DDR-Fernsehen laufen solche Bilder. Ich erteile mit hiermit den Auftrag, die letzte Aktivität durchzuführen. Ingenieurtechnisch ist die Überquerung des Dniester durchaus eine Meisterleistung, auch ohne Propagandapomp. Erschwerend kommt hinzu, dass die DDR nicht nur in der Ukraine, sondern gleichzeitig auch südlich von Moskau arbeiten muss. Als ihr 1984 noch ein dritter Bauabschnitt im Ural zugewiesen wird, ist die Grenze des Erträglichen erreicht. In der Sowjetunion entsteht nach und nach ein Bau der Superlative.
die längste Gasexportleitung der Welt. Fast jeden 10. Kilometer baut die DDR. Allein im Norden Russlands soll sie 1000 Kilometer Rohr verlegen. Mehr als an allen Abschnitten zuvor. Mit den vielen Bauabschnitten nicht in einem Desaster zu enden, wird auf Weisung Honeckers die gesamte Führungsstruktur verändert. Vor allem aber fließen 130 Millionen Westmark erneut aus dem Panzerschrank von Schalk-Golodkowski in den Kauf neuer Trassentechnik. Obgleich die DDR finanziell vor dem Konkurs steht, macht Honecker noch immer gute Miene, wenn es um die Trasse geht. Neben der Pipeline baut die DDR Industrieanlagen, Straßen und Tausende von Wohnungen. Vom Nagel bis zur Betonplatte, alles geht aus der Heimat in Richtung Ural. Ein anderes Nebengeschäft hofft die DDR, als auch West-Berlin sich für russisches Gas entscheidet. Die DDR rechnet mit Transitgebühren, denn inzwischen ist auch sie an die sibirischen Gasleitungen angeschlossen. Auserwählte. Musik, ein riesiges Zelt und ein kaltes Buffet von knapp 100 Meter Länge. Schalk-Golodkowski setzt sich durch gegen den großen Bruder. Die DDR baut einen Strang durch die Mauer und erhält ihre Transitgebühr. Wenn es, wie hier gelingt, die wirtschaftlichen Interessen von Ost und West zum beiderseitigen Vorteil nüchtern zusammenzuführen, dann kommt dabei nicht nur etwas wirtschaftlich Vernünftiges heraus. Ein solches Geschäft jedenfalls kann auch das Klima zwischen Ost und West insgesamt verbessern. November 89. Die Berliner Mauer fällt. Die Welt steht Kopf. Die Bilder und Berichte aus der fernen Heimat verunsichern. An der Trasse zählt jetzt nichts mehr. Mit dem Mauerfall fallen auch die Privilegien. Das große Abenteuer und das Geld locken jetzt im Westen. Der ostdeutsche Staat geht unter. Doch an der Trasse wird trotzdem weitergebaut. 1993 ist sie schließlich fertiggestellt. Für die DDR geht die Rechnung nicht mehr auf. Das Gas strömt bis heute durch die alten Leitungen von Sibirien bis nach Westeuropa. Heute ist man davon nicht mehr so beeindruckt. Aber das war, wenn ich das 20. Jahrhundert nehme, ein Jahrhundertbau, weil es so etwas in dieser Dimension noch nicht gegeben hatte. Gazprom erfüllt alle Lieferverpflichtungen. Es gibt keinen Grund sozusagen, hier zumindest in Frage zu stellen, dass Gazprom verlässlich ist. Und was mir auch alle Quellen sagen, es, Vertragstreue ist ein ganz wesentliches Prinzip auch für Gazprom. Gasbedarfs aus Russland kommt, sind wir da ein Stück weit auch zu abhängig? Also diese Sorge wird natürlich immer wieder geäußert in Deutschland, aber auch bei unseren Nachbarn. Das ist ja auch verständlich angesichts der Spannungen, der politischen Spannungen, die es zwischen dem Westen und dem Moskau im Moment gibt. Aber dazu muss man sagen, dass es in der Geschichte eigentlich keinen Beleg dafür gibt, dass Russland jemals seine Position dort ausgenutzt hat. Man hat dort immer sehr stark getrennt zwischen der Politik und der Wirtschaft.